Hallo, heute möchte ich mit euch über die 16. und die 17. Schwangerschaftswoche sprechen. Wow, fünfter Monat, krass, aber egal, erstmal zur 16. Woche. Ja, die geht vom 10.11. bis 16.11. Und eine liebe Zuschauerin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Woche ja nur 7 Tage hat und dass es total unlogisch ist, so wie ich das immer gesagt habe. Also zum Beispiel von 11 plus 0 bis 12 plus 0, weil 12 plus 0 ist ja schon die 13. Woche. Und es ist mir gar nicht so aufgefallen, obwohl ich natürlich weiß, dass schon die 13. Woche beginnt am praktisch jeden Montag. Aber jetzt ganz genau, und zwar vom 10.11. bis 16.11., also vom Montag bis Freitag, bis, oh, jetzt habe ich mich total verhaspelt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Von Montag bis Sonntag geht jedenfalls diese eine Woche und das ist halt die 16. und darüber möchte ich heute als erstes sprechen. Als erstes war Emil in dieser Woche krank. Er hatte eine Bindehautentzündung und war von Dienstag bis Donnerstag zu Hause. Freitag durfte er dann wieder gehen. Als Emil das letzte Mal mit mir allein zu Hause war, ging das ganz, ganz schlecht und ich hatte Extremschmerzen und auch direkt danach ja wieder Blutungen. Aber dieses Mal hat es super funktioniert. Ich habe ein bisschen mir Sorgen gemacht am Anfang, aber es hat super funktioniert. Emil war ein ganz lieber. Ja, also ich hatte auch keine Schmerzen, keine Probleme damit und keine Blutungen wieder aufgetreten. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sich unser Baby ganz so festhält, dass sich die Schwangerschaft super stabilisiert hat. Und das ist natürlich was, was mich sehr beruhigt und worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Was jetzt immer noch ist, ist, dass mir andauernd schlecht ist. Total doll, also wirklich von jetzt auf gleich ganz, ganz übel, dass ich echt überlege, muss ich jetzt schnell aufs Klo gehen oder nicht? Obwohl ich musste mich noch nie übergeben und ich gehe auch davon aus, dass ich mich nie übergeben werden muss, heißt das so. Und dass es halt sich im Rahmen hält, aber es ist halt wirklich schon, der Umschwung ist richtig heftig und das kommt überhaupt nicht darauf an, was ich gegessen habe oder so. Manchmal kommt das gerade, wenn ich einfach nur auf dem Sofa sitze. Manchmal kommt das, wenn wir vom Spazierengehen nach Hause kommen. Total unterschiedlich. Ja, was auch noch ist, ist das, was ich im letzten Video schon erklärt habe. Wenn ich huste, muss ich würgen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist auch richtig, richtig doll, dass ich dann wirklich ganz oft schlucken muss und so richtig überlege. Es ist wirklich so, so kurz davor, dass es mir wirklich hochkommt. Obwohl ich jetzt in der 16. Woche wieder relativ gesund geworden bin und die Erkältung schon gut abgeklungen ist in der 16. Woche. In dieser Woche ist mir ganz stark aufgefallen, dass meine Gefühle echt richtig Achterbahn fahren. Ich hatte Streit mit Franz und ja, wir waren uns andauernd uneinig und das ist halt sonst eigentlich nie so wirklich so. Und das belastet mich total, weil ich weiß nicht, ich merke dann erst im Nachhinein, wie krass ich eigentlich reagiere. Und es ist echt, also die Gefühle haben mich total im Griff und ich kann dagegen überhaupt nichts machen. Also im einen Moment bin ich total glücklich und im nächsten Moment habe ich auf nichts mehr Lust, auf gar nichts, reagiere total gereizt und es ist wirklich so, dass ich dann bei jedem bisschen auch anfangen muss zu weinen. Noch viel schlimmer als bei Emil, finde ich. Jetzt gar nicht mal in so lustigen Situationen, wie das bei Emil immer war. Da habe ich ja zum Beispiel geweint, weil das Wasser im Kochtopf für die Nudeln nicht schnell genug gekocht hat. Oder weil Franz meine neue schwarze Hose gewaschen hat und weil die dann nicht mehr so schwarz war wie vorher. Aus solchen Gründen habe ich da geweint. Aber jetzt ist das halt wirklich. Ich heule übrigens auch bei den absoluten Schnulzen. Also wenn ich mir auf YouTube wenn irgendjemand auf Facebook ein Video teilt, wo ein Hund gerettet wird oder wo ein Soldat nach Hause kommt und das Kind freut sich so sehr oder irgend sowas in die Richtung, da bin ich, oder wenn jemand heiratet oder jemanden sogar einen Heiratsantrag, das ist noch viel schlimmer. Heiratsanträge, boah, da sitze ich davor und heule wie ein Schloss und weil ich das einfach so schön finde und das ist total krass. Oder wenn ich mittwochs auf RTL 2 kommt ja immer Babys, kleines Wunder, großes Glück. Jedes Mal kommen mir die Tränen, beziehungsweise verkneife ich mir so krass die Tränen, weil das einfach so schön ist und ich könnte bei jedem bisschen echt heulen. Aber halt eben nicht nur positiv, sondern eben auch, ja, wenn irgendjemand was zu mir sagt oder wenn ich mir mal mit irgendjemandem uneinig bin oder so, ich könnte sofort anfangen zu heulen. Und das ist schon ein bisschen belastend. Aber ja, ich weiß ja, worauf es zurückzuführen ist und deswegen gehen wir das gelassen an und ja, wir versuchen beide so gut es geht viel, viel, viel Verständnis für den anderen zu haben
Und ich denke mal, wenn wir uns da ein bisschen bemühen, dann wird sich das auch bessern. Und am Samstag, dem 15.11., hatten wir wieder einen Frauenarzttermin. Das war der erste Termin, wo Franz und Emi mitgekommen sind. Ja, Emi war auch mit. Wir haben leider keine Betreuung mehr für Emi gefunden, weil alle irgendwie weg waren oder auf Weiterbildung oder im Urlaub oder so. Und deswegen haben wir den Emi einfach mitgenommen und es war super, dass wir das gemacht haben. Der hat das ja absolut schon richtig verstanden. Der kuschelt mit dem Bauch, der küsst den Bauch, der tippt drauf und sagt Baby. Ja, er war halt mit und er hat dem Ultraschall zugeguckt und hat auch direkt auf dem Fernseher gezeigt und hat gesagt, da Baby, Mama Bauch und Papa Bauch und ja, war richtig niedlich. Die Ärztin hat wieder 3D geschallt. Und wir haben diesmal 2 Bilder bekommen, obwohl sich unser Baby überhaupt nicht gut zeigen wollte. Also es hat sich echt nicht zeigen wollen. Es hat sich nur von hinten gezeigt. Wir konnten uns den Rücken sehr schön anschauen, haben die ganze Wirbelsäule und sowas gesehen. Total beeindruckend. Hände und Beine haben wir, also Arme, Hände, Beine, sowas haben wir auch gesehen. Aber es wollte uns nicht so richtig sein Gesicht zeigen. Und deswegen haben wir 2 Rückenbilder praktisch bekommen. Ich halte die jetzt hier mal weiter weg, weil man dann eigentlich noch besser sieht, was da drauf ist. Aber zum Erklären komme ich mal ran. Und zwar haben wir hier oben ist der Kopf, hier. Und hier so ist der Hals runter. Und das hier, das Weiße, was so aussieht wie so eine Rippenlinie, das ist die Wirbelsäule. Hier ist ein Arm, der andere Arm geht irgendwo hier hinten, irgendwo hinten. Hier haben wir noch die Nabelschnur, die aus dem Bauch dann kommt. Und hier unten gehen so 2 Beine ab, die sind so angehockt. Das könnt ihr halt hier so sehen und hier unten, das ist dann halt der Pops. Ja, Moment, ich halte es nochmal ein bisschen weiter weg, dann könnt ihr das nochmal wirken lassen. Das ist das erste Bild und beim zweiten Bild sieht man fast, finde ich, noch weniger. Ist ein bisschen schade, aber ich freue mich trotzdem, dass sie uns jedes Mal ein Bild mitgibt. Weil für mich bedeuten die Bilder, auch wenn sie ziemlich unklar und auch wenn sie unperfekt sind, total viel. Und sie haben einen total hohen Wert für mich. Das hier ist das zweite Bild. Hier so ist wieder der Kopf, hier oben das große. Hier so das Weiße, das sind dann immer die Knochen, die man so richtig gut sieht, glaube ich. Hier ist der Rücken, hier sieht man diesmal keine Arme und die Beine gehen dann irgendwo hier vorne dann hin. Und hier so ist halt der Pops mit Steißbein und sowas. Also das ist dann der Rücken und ja. Aber auf jeden Fall ist das Baby sehr schön gewachsen. Es war 10,2 cm lang vom Scheitel bis zum Steiß. Da kommen ja dann immer noch die Beine dran. Also sie hat gesagt, es wird jetzt ungefähr so insgesamt 14, 15 cm groß sein. Der Kopf hatte 3,1 cm. Sie hat ganz, ganz lange geschallt, damit wir auch ganz lange zuschauen können. Außerdem hat sie eine klitzekleine Vermutung geäußert, was es wird. Aber sie konnte nichts eindeutig feststellen, weil sich unser Baby halt einfach nicht so richtig zeigen wollte. Und deswegen behalten wir das einfach auch für uns. Und wenn wir dann ganz genau wissen, was es wird, dann werdet ihr natürlich erfahren, was es wird, noch in der Schwangerschaft. Aber der Name wird auf jeden Fall, auch wenn wir noch keinen haben, so lange geheim bleiben, bis das Baby da ist. Also da werden wir uns nicht dazu äußern. Wir werden euch vielleicht sicherlich mal sagen, was uns so alles gefällt, aber nicht, wofür wir uns dann zum Schluss entscheiden. Ja, ich habe extrem viel zugenommen. Ich habe auf der Waage 61,8 Kilo gewogen. Ich hatte zusätzlich noch eine Strickjacke drüber. Allerdings weiß ich auch nicht, wie viel die wiegt, vielleicht so 300 Gramm. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass ich irgendwie mehr auf mein Gewicht achten muss. Ich habe viel getrunken immer. Ich habe immer geguckt, dass ich abwechslungsreich esse und dass wir dann auch kochen. Aber wenn ich halt alleine zu Hause bin, dann finde ich das so lästig für mich alleine zu kochen. Und das muss ich irgendwie ändern. Wir müssen das wieder besser organisieren, weil dass ich innerhalb von 2 Wochen, wie viel war es? 1 irgendwas Kilo zugenommen habe. Das ist schon echt krass. Und so soll es auf keinen Fall weitergehen. Ich werde natürlich jetzt nicht hungern und ich werde auch auf gar keinen Fall eine Diät machen, sondern einfach nur darauf achten, wann ich esse und was und wie ich halt esse. Ja, mein Bauch, finde ich, ist unendlich riesig geworden. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wo dieser Bauch noch hin will. Ich weiß nicht, im 5. Monat sehe ich aus wie eine andere Schwangere im 7. Monat. Und ich glaube, ich werde einfach so mega fit werden. Aber ich liebe, liebe, liebe meinen Bauch, wirklich. Ich kann jetzt wieder super entspannen.
In der 16. Woche ist mir das extrem aufgefallen, dass ich absolut in mir ruhe. Nein, also dass ich wirklich sehr entspannt bin, dass ich das Ganze wieder locker angehe, dass ich mir so gut wie keine Gedanken mehr mache. Und das auch zum, ich habe das nochmal mitgebracht und mein tolles Gerätchen hier, um es euch nochmal zu zeigen, das auch dank dieses tollen Gerätes hier, was mir einfach immer wieder Sicherheit gibt und was mir halt immer wieder sagt, dein Baby geht's gut. Ich habe es in der 16. Woche noch nicht weiter gespürt, immer noch so, dass ich mir nicht sicher war, aber jetzt nicht eindeutig. Übrigens ist der nächste Termin wieder am 1.12. Und das sind ja jetzt nochmal 2 Wochen Abstand. Danach, wenn da wieder alles gut ist, werde ich das Ganze runterfahren und werde dann halt alle 4 Wochen, so wie es normal ist, alle 4 Wochen dann zum Termin gehen. Ja, was in dieser Woche auch passiert ist, ich habe ja gesagt, dass Emil krank war und in diesen Tagen, wo Emil zu Hause war, ist Emil sauber geworden. Und das ist so, also tagsüber bei uns, das ist so eine krasse Erleichterung, ihn nicht mehr so oft wickeln zu müssen. Er macht das total schön und ja, darüber bin ich total glücklich, dass ich euch das jetzt direkt mal noch erzählen wollte. Und wenn euch dazu ein Video interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann werde ich mich da vielleicht auch mal mit Franz zusammen hinsetzen und euch darüber berichten, wie das Ganze so funktioniert hat. Ja, außerdem kam in der 16. Woche, habe ich meine erste Still- und Umstandsmode bekommen. Weil wirklich mein Bauch schon so groß ist, dass ich fast gar nicht mehr in meine normalen Klamotten reinpasse. Dazu werde ich euch auf jeden Fall nochmal ein Haul zeigen. Und damit sind wir dann jetzt auch bei der 17. Woche. Die 17. Woche geht vom 17.11. bis zum 23.11. Die ist ohne Zwischenfälle verlaufen. Es war alles wie vorher, also es hat sich nichts weiter großartig geändert. Ihr seid damit jetzt up to date, das merkt ihr ja selber. 23.11. War letzten Sonntag. Und ich weiß nicht, interessiert euch das wöchentlich oder wollt ihr es eher alle 2 Wochen oder nur einmal im Monat ein Update sehen? Da würde ich gerne nochmal ein Feedback von euch haben wollen, weil nicht, dass euch das dann irgendwie zu langweilig wird oder so. Was total heftig ist diese Woche gewesen, ist meine Brust. Ich habe das Gefühl, ich habe mega Möpse gekriegt. Also jetzt entschuldigt, dass ich so direkt bin, ja, aber das ist auch echt nicht schön. Die fühlen sich so extrem fest an, die spannen. Unter der Dusche ist es Wahnsinn. Also wenn man sich einfach nur abduscht und wäscht, das ist so unangenehm, wenn man vorne an die Brustwarzen kommt. Also kann man echt nicht anfassen. So, jetzt geht das, weil ich ja ein BH anhab und merkt man halt einfach nichts. Aber wenn ich jetzt abends, da habe ich natürlich, also nachts beim Schlafen habe ich natürlich kein BH an, da brauche ich wirklich ich habe so ein großes Tuch, so ein Schnuffeltuch, aber halt eben in riesig. Und das muss ich mir echt immer doppelt und dreifach dann drumherum legen, weil das ist so unangenehm, wenn irgendjemand da in der Nacht dran eckt, da könnte ich schreien. Das tut fast richtig weh, also das ist wirklich echt nicht schön. Und wie gesagt, die Brüste fühlen sich extrem hart an, als wären die schon richtig prall mit Milch gefüllt. Als würde ich in 2 Tagen anfangen können zu stillen. Also das finde ich richtig heftig und jetzt passen mir fast sogar schon meine größeren BHs nicht mehr. Also ja, ich hoffe doch, dass ich mir jetzt nicht noch in der Schwangerschaft extra neue BHs kaufen muss, weil das würde ich dann lieber übernehmen, wenn dann die Stillzeit anfängt. Aber ja, mal sehen, wie sich das noch so weiterentwickelt. Und am Montag, den 17.11., also genau am ersten Tag der 17. Woche, habe ich mein Baby definitiv das erste Mal gespürt. Definitiv. Das war so eindeutig und seitdem auch ganz, ganz regelmäßig immer wieder so im Unterbauch diese ganz kleinen, feinen Tritte. Franz merkt sie von außen noch nicht, aber ich denke mal, es wird noch eine Woche oder so dauern. Und er freut sich darauf auch schon total. Und ja, ich finde es so schön, dass er bald mehr an der Schwangerschaft teilhaben kann. Und wenn das Baby dann richtig Rabatz macht, freue ich mich auch schon total, was Emi wohl dazu sagen wird. Er ist übrigens so süß mit dem Bauch, das habe ich ja schon erzählt. Er streichelt, er küsst, er sagt Baby, guten Morgen sagt er dem Baby und gute Nacht. Und ja, Emi hat ja total liebend gern auf meinem Bauch immer geschlafen, aber das geht jetzt echt nicht mehr. Und er versteht das richtig gut. Ich sage dann, oh Emi, es tut mir leid, du kannst nicht mehr auf Mamas Bauch schlafen, der ist schon zu groß. Und er sagt dann von sich aus, Baby. Und dann sage ich, ja genau, weil das Baby halt drin ist. Und da wollen wir dem noch nicht wehtun. Und dann legt er sich daneben und streichelt und legt sich halt auf meinen Arm.
Und das ist wirklich richtig, richtig schön, unseren großen, kleinen so zu sehen, dass er das so versteht. Und ja, unser Baby wird halt einfach groß. Und das ist, gerade wenn man nochmal schwanger ist, fällt einem das umso mehr auf. Die Namenssuche wird sowieso niemals enden. Das hatte ich mir jetzt hier nochmal aufgeschrieben, aber darüber habe ich ja eben schon gesprochen. Wir werden uns niemals, niemals, niemals einig werden. Und ja, ansonsten bin ich beschäftigt mit Emils letzten Weihnachtsgeschenken, die jetzt im Laufe der 17. Woche auch alle schon angekommen sind. Und die werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Aber das gehört ja nicht mehr zur Schwangerschaft. Das ist nur so ein bisschen, was ich halt so mache in der Zeit. Weil es verändert sich ja doch nicht jede Woche was in der Schwangerschaft. Und ja, dann warten wir jetzt auf den 1.12., unseren nächsten Termin. Und sind schon sehr gespannt, ob uns das Baby dann endlich zeigen wird, was es wird. Ja, ich will mir ja irgendwas Besonderes einfallen lassen. Und bis jetzt, also auf jeden Fall würde ich gerne, muss ich allerdings noch mit Franz besprechen, würde ich gerne die Frauenärztin, ich würde das Geschlecht von der Frauenärztin auf jeden Fall gerne auf einen Zettel schreiben lassen, in einem Briefumschlag, den wir natürlich nicht öffnen. Und dann muss ich mir noch was überlegen. Ich dachte eigentlich erst so an einen kleinen Farbtopf im Baumarkt mixen lassen, entweder dann halt blau oder rosa. Aber ja, wir wollten das Zimmer jetzt eigentlich nicht großartig verändern, deswegen habe ich das auch schon wieder verworfen. Das mit dem Kuchen fand ich auch eine schöne Idee. Allerdings muss ich da noch gucken, wer uns den Kuchen backen kann, weil ich wollte den jetzt nicht extra vom Bäcker backen lassen. Oder ob wir vielleicht das gleich irgendwie mit einer Babyshower-Party verbinden wollen. Allerdings macht man die ja eigentlich erst viel später. Und ja, vielleicht binde ich irgendwie eine Freundin mit ein oder irgend sowas. Also irgendwie lasse ich mir da schon noch was einfallen. Ich habe so ein paar Ideen, wie gesagt, aber ja, mal sehen. Damit war es das jetzt von mir und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss! Look at her, just keeps on getting better with her hand in mine. So we're walking by the shore, I've got something to say. But words can't describe the way that I feel when I look in her eyes, 'cause